Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es diesen super leckeren Mango-Quarkkuchen mit Streuseln. Und wenn ihr sehen wollt, wie der gemacht wird, dann bleibt dran. Die Zutaten sind wie immer sehr überschaulich. Wir brauchen 300 Gramm Mehl, eine Prise Salz, 180 Gramm kalte Butter, 140 Gramm Zucker und 2 Esslöffel Milch für die Streuselmasse und 600 Milliliter Milch und 2 Päckchen Puddingpulver, 120 Gramm Zucker und 500 Gramm Quark und natürlich eine Mango. Das war's auch schon und jetzt können wir loslegen. Den Kuchen mache ich in einer 28er Springform. Den Boden habe ich mit Backpapier belegt. Als erstes möchte ich den Pudding zubereiten. Dafür nehme ich die Milch und bringe die schon mal zum Kochen. Ein bisschen der Milch hebe ich auf und da kommen die beiden Käckchen Puddingpulver rein. Und der Zucker. Wenn die Milch kocht, kann das Puddingpulver rein. Als nächstes mache ich die Streusel. Dafür nehme ich die kalte Butter und tue sie in den Küchenmixer. Der Zucker, eine Prise Salz und das Mehl. Streusel sind jetzt fertig. Ich werde mir ein Drittel davon werde ich mir beiseite tun und zwar kommt das nachher auf den Kuchen drauf. Zu der restlichen Masse kommt jetzt noch 2 Esslöffel Milch und das mixe ich dann weiter. Der Teig sich zu einer Kugel formt. So, dann ist es okay. Ich kann jetzt den Teig in die Springform füllen. Den Backofen habe ich jetzt auch schon vorgeheizt und zwar auf 170 Grad Celsius Umluft. Der wird gerade warm und jetzt kann der Teig in die Springform. Die Springform habe ich jetzt mit dem Teig so gut ich konnte ausgefüllt. So, die Mango habe ich jetzt klein geschnitten und die Kuchenform ist jetzt auch schon mit dem Mürbeteig fertig. Jetzt muss ich nur noch die Masse machen und zwar der Pudding, der ist noch lauwarm. Da kommt jetzt der Quark rein. Der wird jetzt kräftig verrührt mit dem Pudding. Wenn alles gut verrührt ist, dann können wir da die Mangos unterheben. Die Quark-Puddingmasse kann jetzt gleichmäßig verteilt werden. Hier kommen jetzt noch die Streusel drüber. Der Kuchen kann jetzt in den Backofen. Der
Der Mango-Quarkkuchen mit Streuseln ist jetzt fertig. Ich habe den Kuchen über Nacht in der Form auskühlen lassen und anschließend 3 Stunden kalt gestellt. Probiert diesen Kuchen unbedingt mal aus. Er ist super einfach zu machen und schmeckt einfach nur super. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Video. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.